eventuell die Komponenten des Reaktors benutzen, um die Raffinerie aufzubauen. Was haben wir denn da so? Viele Komponenten kann ich da benutzen. Vielleicht kann ich mir dann doch noch irgendwann einen Assembler basteln. Aus zwei Reaktoren kann ich mir garantiert einen Assembler basteln. Ja, ich weiß, wie Gnome Lead hier angefangen hat. Hatte aber das Problem, dass er wahrscheinlich... Er hatte das Problem, dass er nicht so einen interessanten Asteroiden hatte. Wie ich, weil das ist schon interessant, was ich da alles drin habe. Nun. Ja, ich spiele mit dem Gedanken, nichts zu tun. Haha. Nein. Eins, zwei. Na gut, immer noch 2 Stunden. Also wenn ich hier mit dem Let's Play durch bin, werde ich nur noch 1 Stunde haben. Na gut, wir haben ja schon fast 1/2 Stunde durch. Ich hoffe nur, euch gefällt das hier. Also lasst mir ein Like da, beziehungsweise einen Kommentar, ob ich weitermachen soll oder nicht. Und vielleicht habt ihr auch ein nützliches Thema für mich, mit dem ich, anfangen könnte. Nun gut. Dann gehen wir mal so einen Reaktor abmontieren. Viele Teile für so einen Reaktor, die ich vermutlich fast bis auf die Reaktorkomponenten da nutzen kann. Oh, Entschuldigung, Leute, also... Ich gucke, dass ich in der nächsten Folge definitiv das Volumen meines Charakters hochstelle. Da das jetzt hier ja schlimm ist. Wie ihr seht, in nächsten 400 Liter voll von so einem Reaktor. Wieso? Was ist hier los? Ist das, weil das so schmal da oben ist? Dass ich dann hier mehrfach hin und her laufen muss. Komisch, rückwärts komme ich, oder darf ich, wenn ich da nicht so hochkomme? Ich darf da nicht so hochkommen mit der Kamera. Das ist hauptsächlich Reaktorkomponent? Nein. Vielleicht sollte ich mir dann noch ein... Ich glaube, ich sollte mir einen Cargo-Behälter bauen. Hm.
Karo-Behälter. Jetzt habe ich aber erstmal jede Menge Werkzeug-Components vor mir. Jetzt brauche ich einen Cargo-Komplex, ja. Cargo-Container eigentlich. Machen sie die Dinger schwer. Oh. Kriege ich interne Panzerung hier? Länderfüßen? Nein. In den Triebwerken? In den großen Triebwerken? Wo kriege ich interne Panzerung her? Freunde, Hilfe! Wie doof ist das denn? So ein Cargo-Container und interne Panzerung. Hast du interne Panzerung? Nein. Du auch nicht. Okay, das ist ein Problem. Wir haben nirgendwo interne Panzerung. Doch, im Cockpit. Moment, die Rampen haben da auch interne Panzerung, oder? Ja, und da ist ja die Rampe da dann nicht brauche. Werde ich die da auseinandernehmen. Gut. Ja, ich denke mal, einige von euch würden jetzt gleich gesagt haben, hey, Alter, die Rampen haben interne Panzerung. Ja. Ich hatte auch vorher mal gesagt, die Let's Player, die hier so Aufnahmen machen, die haben keinen Überblick über das ganze Zeug. Und haben sie eigentlich dementsprechend immer ausgelacht. Mittlerweile kann ich es durchaus nachvollziehen oder auch verstehen, dass man da keinen Überblick hat. So, interne Panzerung haben wir. So. Dank des neuen Updates, wo man Sachen verbinden kann, auch jetzt direkt ohne die Förderbänder und so, kann ich dieses Frachtcontainer klein an die Raffinerie anschließen. Kleine Stahlrohre, Motor und Anzeigen. Gut, eine Anzeige, das wird schwer, denn ich glaube nicht, dass eine Anzeige im Reaktor verfügbar ist. Und da wahrscheinlich auch nicht.
einzigsten Anzeigen, die ich weiß, sind im Cockpit. Und ich hoffe hier, aber ich glaube nicht. Nein. Okay. Langsam sieht das hier aus wie bei mir zu Hause. Achso, das ist ja hier bei mir zu Hause. Könnten wir noch Anzeigen haben? Na, garantiert nicht im Triebwerk. Einfacher wäre es mir gewesen, wenn ich das von vornherein richtig eingestellt hätte. So komme ich jetzt noch nicht mal an die Raffinerie dran. Jede Menge kleine Projekte, die ich aufhabe und ich nicht weiß, wie ich die bewältigen soll. Hat eigentlich... Weiß ich gar nicht. Ich glaube aber nicht, dass ich eine Anzeige drin hat. Mag ich doch. Nur in der Kommandozentrale auf dem Steuerstuhl Cockpit sind Anzeigen. Schlecht zu wissen. Schlecht zu wissen. Na gut. Machen wir uns das mal wieder unser erstes Problem, Energieversorgung. Ich grinde das Ding jetzt einfach komplett runter. Da wir ja sowieso so Schwerkraft haben, wird wahrscheinlich alles jetzt gleich auf den Boden fallen. Ich flexe, grinde, flexen. Was ist denn da richtig? Das eine ist schweißen, das andere ist flexen. Was ist jetzt? Ich kann kein Englisch, Leute. Juhu, jede Menge kleinen Scheiß. Und so schön aufgeräumt. Was ist das? Herstellungskomponenten. Gib mir mit. Und da sind Stahlklappen. Die nimmt man immer auch, was man ein bisschen mit.
Ja. So, große Stahlrohre haben wir doch. Mehr haben wir nicht. Aber wir haben... Was war denn noch? So. Stahlplatten, große Stahlrohre. Nur noch Stahlplatten und große Stahlrohre. Große Stahlrohr liegt da. Das sind 40 große Stahlrohre. Das heißt, wir werden vermutlich mit dem mit der Raffinerie fertig werden. Überleben. Deswegen heißt es, heißt der Modus hier ja auch Survivor. Ja. Falls ihr euch jetzt denkt, ich habe aber von dem noch nichts im Kreativmodus gesehen. Kreativmodus ist zwar schön, er macht Spaß, aber ernsthaft, ich finde den Survivor-Modus irgendwie besser. Und der macht mir mehr Spaß. Ich Noob, ich hätte echt am Anfang die Einstellung richtig überprüfen sollen. Somit ist die Aufnahme eigentlich nur das Hin- und Hergelaufen von mir zu sehen. Gut. Jetzt nur noch Stahlplatten. Man sollte erstmal auch dann sein Inventar leeren. Haben wir hier noch Stahlplatten rumliegen? Bitte lass noch Stahlplatten hier rumliegen. Stahlplatten. Oh Gott, auch jede Menge. Ich hoffe, ihr könnt die Musik im Hintergrund hören. Denn die Ingame-Musik, die ist ja wirklich, die haben sie wirklich gut hinbekommen. Ich bin begeistert. Da gibt es sogar manchmal ein Stück, das erinnert mich an einen Film, wo ich schon jahrelang gesehen hatte. Ja toll, jetzt wisst ihr nicht, was im Film ich meine. Ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Ich weiß auch gerade nicht die Handlung. Jetzt fühle ich mich aber echt bekloppt. Bitte den Namen, die Handlung, noch die Schauspieler. Sind das noch viele? 200, circa 300, die ich brauche, dass die Grundeinstellung, die Grundsachen fertig sind. Naja, ich habe da noch 400, das ist gut. Dann wäre die Raffinerie fertig. Also Leute, man kann aus einem Reaktor eine Raffinerie bauen. Und da wir drei von denen haben, bei einem fast flugunfähigen Schiff, brauchen wir auch nur einen. Ja.
Es war doof, vorher die Rampe kaputt zu machen. Nein, wir haben keinen Weihnachten. Nicht schon wieder. Ich denke mal, viele werden jetzt fragen oder werden sich jetzt selbst fragen, da dieser Starling, der hört sich ja recht jung an. Leute, ich verspreche euch, Baujahr 81 ist nicht jung. Definitiv nicht. Nein. Und wenn die Leute, die mich aus dem von Silver Road vom Schrottplatz Silver Road Schrottplatz kennen, wissen auch, dass ich ein relativ normales Alter habe. Jetzt wollte ich schon sagen hohes Alter, aber hohes Alter ist noch so um die 60 rum, oder? Ja, sagen wir mal die 60, die Hälfte. Natürlich ist es ja dann egal, wenn man, wie gesagt, ich bin 30 und jemand guckt in 3-4 Jahren diese erste Folge hier und sagt, der ist 30. Vielleicht sollte man... Oh, okay. Ich sehe gerade, unser Raffinerie ist fertig. Wir haben allerdings keine Energie mehr für den Anzug. Und wir nähern uns auch schon... Ah, wir haben noch eine Viertelstunde Aufnahmezeit, sehe ich gerade. Plus minus das, was ich vorhin bei der Ureinstellung vergessen habe. Das heißt, wir werden wohl ein bisschen schürfen gehen. Vielleicht positioniere ich das Schiff ein bisschen passender über das Teil. Okay, das müsste, denke ich mal, reichen. Die Teile hier schon mal rumfliegen. Sollte ich mir einen Auffangbehälter bauen? Überhaupt, wie groß ist eigentlich die... Warte, kann ich ja eigentlich gucken. Wie hoch oder wie weit die Schwerkraft geht.